heute war bei uns ein absoluter Arbeitstag. Ich habe zwei Videos fertig geschnitten, habe die beide auch hochgeladen. Julie war fleißig dran und hat für ihren Etsy-Shop was gemacht, hat für K-Electric auch noch was gemacht. Haben so den ganzen Tag verbracht quasi, sind jetzt gegen Abend zu unserem nächsten Spot gefahren. Den werden wir euch dann einfach morgen mal zeigen. Richtig, richtig schön hier auf jeden Fall, direkt auf den ersten Blick verliebt und bleiben wahrscheinlich auch zwei Tage wieder hier. Und ansonsten verlinke ich euch den Etsy-Shop von Julie auch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Danke, mein Schatz. Und jetzt gibt's leckeres Essen! Ja. Wieder sehr kreativ und hat sich wieder etwas einfallen lassen und von daher fahren wir jetzt einmal zum Baumarkt, kaufen die Materialien dafür ein und dann wird wieder eine Runde gebastelt. Was haben wir jetzt hier überhaupt gebaut und warum haben wir das Ganze gebaut? Wir haben hier ein kleines Podest gebaut, einfach aus dem Grund, weil wenn wir hier reinkommen in den LT, dann schmeißen wir immer direkt alle Sachen dahin. Sei es ein Rucksack, den wir mit haben oder den Fotorucksack, den ich eigentlich immer zu 90% der Zeit mit habe. Alles kommt immer da oder kam immer dahin geschmissen. Klar, jetzt sind die Sitze zwar nicht mehr zu gebrauchen, beziehungsweise der eine Sitz hier, den ihr seht, aber ich habe mir eine schöne Schneidefläche gebaut damit, weil jetzt kann ich mich immer dort hinsetzen, meine Beine hochlegen und da eben zum Beispiel Videos schneiden. Das nächste, was einfach cool ist, ist, dass wir unsere Sachen jetzt nicht mehr einfach da hinschmeißen und das offensichtlich zu sehen ist, sondern wir haben hier unten so ein kleines Fach. Da sind jetzt unsere Stühle zum Beispiel drin und da passt auch der Fotorucksack zum Beispiel noch rein und so weiter und so fort. Einfach aus dem Grund haben wir das Ganze gemacht. Hat sich jetzt sogar schon in gewisser Weise bewährt, weil wir es schon eine ganze Weile testen. So, wir hatten uns eigentlich einen Stellplatz direkt am Meer rausgesucht, aber da gab es eine Höhenbegrenzung. Und dann haben wir wieder einen neuen Platz rausgesucht. Da waren dann Campingcars verboten. Von daher sind wir dann einfach zu einem Carefour-Parkplatz gefahren. Dort wissen wir, dass wir da auch immer gut stehen können. Hier waren auch wieder mehrere Wohnmobile. Und hier haben wir auch den ganzen Tag heute verbracht und haben wieder einen Larry gemacht. Und jetzt fahren wir weiter zu einer Wasserauffüllstation, weil wir unseren Tank füllen müssen. Und ja, mal sehen, ob wir da bleiben, weil dort ist auch ein kostenloser Wohnmobilstellplatz. Mal sehen, ob es uns da gefällt. Folgende Situation gerade. Wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen, ist ein kostenloser Wohnmobilstellplatz. Wir haben uns hier ganz wunderbar hingestellt und ich würde gerne eure Meinung zu dieser Situation einfach gerne mal wissen. Und zwar ist es so, dass kurz vor uns rechts steht noch jemand. Plötzlich kommt ein französisches Fahrzeug, ein französisches Wohnmobil, rast hier drauf auf dem Platz, stellt sich ungefähr einen Meter neben uns rechts, vor den quasi der rechts vor uns steht. Und dann klopft er auch bei uns an, versucht uns irgendwas zu erklären, kann natürlich wieder kein Englisch. Wir haben aber ganz gut verstanden, was er wollte. Und zwar war er wohl gerade tanken und möchte jetzt auf diesen Platz, wo wir stehen.
weil er wohl zu denen gehört, die vor ihm stehen. Was würdet ihr in dieser Situation tun? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Es würde uns sehr, sehr interessieren. Wir haben jetzt quasi zugestimmt, nur weil wir uns nicht mit ihm verständigen konnten, weil er weder Englisch verstanden hat, noch können wir natürlich Französisch sprechen. Also war es die einfachste Situation für uns, nachzulassen und zu sagen, okay, wir stellen uns jetzt gleich um. Er könnte allerdings auch einfach neben uns stehen bleiben. Das versuchen wir gleich nochmal, ob wir das irgendwie mit einem Google-Übersetzer oder so hinkriegen, dass wir halt eine Nacht so stehen bleiben, weil wir finden das gerade etwas komisch. Man kann sich ja nicht, es ist ja kein Campingplatz hier oder so, es ist ja kein reservierter Platz, den man sich irgendwie wieder ergattert, sondern es ist halt ein kostenloser Stellplatz für Wohnmobile. Und wir fanden diese Situation gerade wieder ein bisschen weird so. Und es würde uns einfach super interessieren, was ihr dazu sagt und wie ihr das handhaben würdet. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Damit ihr das platztechnisch nochmal ein bisschen versteht, wir stehen jetzt hier. Derjenige, der gerade gekommen ist und das gesagt hat, steht rechts neben uns, ungefähr einen Meter von uns entfernt jetzt. Und der gehört wohl vorne zu den Leuten, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber sich dann quasi sich den Platz wieder zu ergaunern, wo man vorher stand, weiß ich nicht, ob das so in Ordnung ist. Wir haben uns die letzten zwei Tage mal so eine kleine filmerische Pause gegönnt und standen auf einem ganz normalen Wohnmobilstellplatz, auf einem kostenlosen, wo wir auch den Trouble hatten mit dem älteren Herrn. Ist alles okay, wir sind umgeparkt, war alles in Ordnung, also kein Stress deswegen. Jetzt sind wir weitergefahren und wir sind tatsächlich am Mittelmeer angekommen, haben hier einen wunderbaren Stellplatz, also wirklich, ja, ihr könnt es selber sehen, nichts drumherum und wir gehen jetzt auf jeden Fall mal direkt zum Wasser. Guten Morgen, Leute. Wir hatten eine wunderschöne Nacht. Wir waren allein und stehen an einem Naturschutzgebiet mit Flamingos. Und wir haben schon welche gesehen. Es ist richtig, richtig schön. Ja, wir werden jetzt eine Runde Fahrrad fahren und mal sehen, was wir noch so zu sehen bekommen. Wir sind jetzt gerade noch mal so ein bisschen hier in die Stadt gefahren und wir werden doch des Häufigeren gefragt, wie es denn ist, so in der Corona-Zeit zu reisen. Klar, es ist sehr speziell. Allerdings merken wir immer sehr wenig davon, weil wir uns ja sehr stark in der Natur aufhalten. Klar, in Supermärkten, wenn wir einkaufen, immer Maske auf. Oder wenn man zum Beispiel in größeren Städten ist, dann heißt es auch Maskenpflicht, definitiv. Allerdings haben wir auch schon den ein oder anderen Campingplatz zum Beispiel auf der Reise gesehen, der einfach zu hatte, beziehungsweise der sehr geschlossen aussah. Und so ist es hier in der Stadt jetzt auch gerade. Hier neben uns und auch auf der anderen Seite ist eine Bar und eine kleine Pizzeria und so.
die sehen sehr, sehr geschlossen aus. Also wir sehen keine, weder irgendwelche Öffnungszeiten noch irgendwas. Es kann natürlich auch sein, dass sie erst heute Abend aufmachen, aber die sehen tatsächlich wirklich so aus, als hätten die schon länger geschlossen. Hier hinten war eben auch wieder ein Campingplatz, da werden die Toren mit Schlösser zu und so weiter und so fort. Das ist schon ein sehr, sehr komisches Gefühl, aber wie gesagt, wir kommen damit sehr wenig in Kontakt und wollten euch das einfach nur mal vermitteln, damit ihr auch mal wisst, was so abgeht. Jetzt haben wir das erste Mal den Fall, dass es hier keinen Adapter gibt, um den Schlauch anzuschließen. Deswegen haben wir für alle Fälle auch immer noch mal so einen Kanister dabei. So einen verlinken wir euch auf jeden Fall gerne einmal in der Videobeschreibung. Genau, bei uns ist nämlich der Fall, dass wir jetzt zum nächsten Stellplatz fahren und dort keine andere Auffüllstation mehr gibt. Deswegen müssen wir das jetzt so lösen.